Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der dritten Staffel. Ja, wir haben Tyson hier herumstehen. Ich lass mal die Zeit laufen. Ja, letzten Part war hier doch einiges los gewesen. Tyson hat eine neue Laufbahn bekommen. Ja, wir haben den Reprogrammierer eingesetzt und sie hat jetzt die Laufbahn Lecker Grillkäse, ne? Mhm. Moment, Mario, stopp, wo willst du hin? Was ist los? Zum Baby, warum willst du zum Baby? Hallo, oh wie süß. Ja gut, dann geh ruhig zu deinem Baby, wenn du möchtest. Wurde aber gerade erst gefüttert und alles. Naja, warte mal, du musst arbeiten heute, jawohl, und du brauchst immer noch, Logik und einen Sauberkeitspunkt. Mist. Ja. Logik, okay, dann komm doch her und üb hier ein bisschen noch, wenn du magst. Oder nee, ess erstmal was, wäre noch besser. Wie geht's denn überhaupt unseren Kleinen? Ach Gott, ich war gerade im Erzählen, was im letzten Part los war, Mensch. Du unterbrichst mich aber auch einfach, Junge. Und das mit einem Baby, das gar nichts will, gerade eigentlich. So, ist hier hinten jemand? Ah ja, okay. Unseren Tieren geht es gut. Hier Asterix loben für Tierfutter fressen. Kann man mal machen. Lass mal deine Tochter in Ruhe. Und dann kann man sie auch mal lieb haben. So, und natürlich Ruhs Pfote muss gelobt werden für, weiß ich noch nicht. Das sehen wir dann. So, und Tyson hat keinen Hunger. Tyson müsste eigentlich nur mal... duschen und aufs Klo. Ja, jedenfalls war ich eben am Bericht. Tyson hat eine neue Laufbahn. Und anders als erwartet war das so, dass die Laufbahn einfach gekommen ist. Ich konnte sie also nicht auswählen in dem Sinne. Und sie hat halt jetzt diese gegrillte Käselaufbahn. Noch dazu haben wir auch noch nicht alles verteilt. Also man kann sehen, ich kann hier noch verteilen. Ja, wir können das voll machen und ihr eine Nebenlaufbahn geben, entweder Ruhm oder Familie, würde ich dann empfehlen, nehmen, tun. Oder ihr sagt irgendwann, nö, wir machen das Ganze nochmal, weil gegrillter Käse ist. Das sehen wir dann. Deswegen habe ich auch noch nicht alle Punkte verteilt. Bei Mario haben wir ja eh noch Zeit. Der muss ja erstmal seinen Wunsch erfüllt kriegen, bevor ich es bei ihm machen will. Aber sie hat jetzt immerhin eine Laufbahn. Ist nicht mehr, sie will erwachsen werden und kann nichts. So, was haben wir sonst noch gemacht? Ja, wir haben uns um die Tiere gekümmert und das war auch sehr erfolgreich. Unser Asterix war wieder draußen Pipi machen und alles. Also wunderschön, wie das hier läuft. Da bin ich echt begeistert. Die Tiere mögen uns hundertprozentig und haben sich total lieb. Sich gegenseitig, meine ich jetzt. Ja, also alles bestens. In einem Tag hat unsere kleine Lena Geburtstag. Es läuft, also... Ja, ich bin halt auch am Überlegen, wenn Lena ja dann zu Kleinkind wird. Wir haben übrigens auch das Kindermädchen angerufen und für Lena bestellt, wenn Tyson am Arbeiten ist. Und ja, gut, kannst die Kleine wieder absetzen, genau. Und dann guckst du mal nach Resten. Ich glaube, da gibt's zwar... Nein, 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 lass doch jetzt mal das Kind in Ruhe. Das Kind wurde erst betüttelt. Und außerdem ist ja auch Tyson noch da, ne? Die ist gerade hier am machen. So, was haben wir denn noch? Oh, wir haben noch, guck mal, hier leckere Pfannkuchen. Und Tyson ist fertig. Und hat das Ding... Nein, das ist nicht wahr, oder? Du hast jetzt das Ding nicht geschrottet. Wie gut ist denn deine Mechaniksfähigkeiten? Eigentlich auch gut genug, ne? Ja, ja. Also normal bin ich ja dafür, der Herr im Haus macht das. Aber eigentlich, nö, kannst das auch du reparieren. Du hast es ja auch kaputt gekriegt. Und genau, das war der Indianer- oder Berglöwenschrei oder was, Berggorilla-Gebrüll aus den Bergen oder wo, hast du den Schrei aufgeschnappt? Das ist der. Baby ist nämlich am Schlafen, Baby geht's gut, Baby ist knallegrün, also da müssen wir uns um gar nichts kümmern. Da macht sich der Papa immer Sorgen, da weiß die Mama aber schon, dass alles in Ordnung ist, ne? Ja, ja. Und sonst, alles gut hier? Ja, ich sollte vielleicht, bevor wir rausgehen, nochmal die Futternäpfe füllen. Ah, gut. Du bist fertig mit Futtern. Ja, dann sei aber auch so gut und räum das auf.
und macht kein Tai Chi. Nein, wird kein Tai Chi gemacht. Nee, nee, nee. Aber wir sehen etwas, das wir von Melissa nur allzu gut kennen. Wer sich erinnert? Ja, ich spiele Pirat. Ich üb schon mal für den Urlaub. Genau, Tyson trainiert Pirat spielen für den Urlaub. Piraten-Trockenübung. Ist cool, oder? Ist das cool? Ja. Und noch cooler, wenn ich mal diese blöde Pflanze aus dem Weg kriege hier. Ja. Die Piraten-Trockenübung. Ja, ja, ja. Ist das genial. Ach, Mann, ihr seid einfach göttlich, ihr zwei. So, Baby schläft immer noch. Ah, jetzt braucht Baby aber eine frische Windel oder ein Bad. So, und du bist natürlich prompt das am Tun, wo ich gesagt habe, was du nicht tun sollst. Jungchen, räum doch erstmal den Kram bitte weg. Hallo? Hab ich doch eben nicht richtig geklickt? So, was ist mit Asterix? Wie geht's dem denn? Muss auch mal gucken hier. Energiebraucher, okay. Fußpfote? Auch, alles klar. Gut. Du räumst mal das weg. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wann das letzte Mal hier gefüllt wurde und überhaupt. Am besten dann mal säubern und füllen. Da auch. Es ist ein neuer Tag. Und dann kannst du mal den Müll rausbringen. Das wäre jetzt mal so meine Idee für dich. So als Programm für dich, okay? Und Tyson trainiert einfach noch ein bisschen. Oh Mann, ich kann nicht mehr, Leute. Es ist einfach herrlich. Die zwei Verrückten hier. Du könntest ja immerhin mal das Bett machen und das Bett machen. Und musst du heute auch arbeiten? Dann kommt hier heute auch das Kindermädchen nochmal, ne? Ja, ja. Und dann bin ich am Überlegen. Hier ist Musik aus, gut. Dann bin ich am Überlegen, ob wir, Tysons Geburtstag, sag ich schon. Den Geburtstag von unserer Kleinen hier großartig mit einem Dings feiern wollen. Fahrgemeinschaft für die beiden kommt in circa einer Stunde. Ja, man kann ja noch mal ein bisschen irgendwen anrufen. Ah, endlich Ruhe. Und dann mal gucken. Ruf mal noch Anna an und frag mal, wie es ihr so geht und ob alles gut ist. Ja, hast du ja noch nicht gesehen mit ihrer schicken neuen Frisur. Ja, also ich überlege halt wirklich, ob wir dann hier einladen und Party machen. Ja, vor allem, wie gesagt, ich hatte es, glaube ich, letztens schon mal angesprochen, die Idee hier eventuell irgendwann umzubauen. Ja, müsste man mal gucken. Weißt du was? Grab doch mal nach dem Schatz. Vielleicht findest du irgendwas Schönes. Ach, und Seilspringen wolltest du. Genau das war's, was du wolltest. Während Tyson mit ihrer besten Freundin telefoniert. Genau. Wo ist das? Nach der Trockenübung. Piratenkapitän spielen. Ich bin gespannt. Ah, Tyson ist fertig. Moment, kurz. Du bist fertig. Die Nanny kommt auch schon und Baby ist noch am Schlafen. Ja gut, wenn's Baby noch schläft, können wir nicht viel machen. Tyson ist jetzt natürlich müde, weil ich so verfrüht aus dem Bett gescheucht hatte. Wegen unserem Hund. Ja gut, dann recycle das doch mal. Nein! Nein! Baby schreit doch. Haha! Komm, dann kannst du sie nochmal schnell wickeln, bevor die Nanny da ist und ihr wieder mal weiß, was alles in den Mund stopft. Mach das schnell. Geh ruhig nochmal und kümmere dich. Ja, Mario hat einen Stein ausgegraben. Das ist wunderbar. Mario, hast du gut gemacht. Der Stein ist fein. So, und du gehst arbeiten. Jawohl. Und du gehst auch gleich arbeiten. Ja, sehr schön. Aber wenigstens gewickelt haben wir die Kleine noch. Genau. Und tust du sie noch ins Bett oder legst du sie jetzt einfach auf den Fußboden? Naja, natürlich. Wir legen sie einfach auf den Fußboden. Nanny ist ja da und gut ist. Warum haben wir jetzt da Post? Achso, Post, ja. Okay. Ja, kommt, Tyson ist in Ordnung. Gute Frau, Sie kümmern sich bitte ordentlich, ne? Nicht überfüttern, wenn ich bitten darf. Ich will kein dickes Baby bekommen, wenn ich wieder heimkomme. Aber sie dürfen es gern von dem Boden aufheben und ins Bettchen tun. Gewickelt ist es schon. Da müssen sie sich nicht mehr kümmern. Ich dachte mir schon, dass die Richtung...
All die Katzen und also Katze und Hund sind auch versorgt, insofern alles gut, ja. Genau, Rußfote. Das ist wieder unsere Super Nanny. Mal gucken, wie viele Flaschen wir heute zu trinken kriegen. Ach Gott, nee. Ich fange schon mal an Lasa, zu Nubu. zählen mit Nummer 1. Ja. Nubu Machakuna. Schwabama Nubu. Ja, schmeckt's. Also, das war die erste Flasche. Und nun? Hallo? Hallo? Baby hinlegen. Okay. Baby wieder aufnehmen. Und na, Flasche Nummer 2? Nein. Nein? Nein? Oh. Mann. Die Frau verbessert sich. Hallo. Sie hat mitgekriegt, dass eine Flasche vielleicht auch ausreichen könnte. Ist ja geil. Ist ja genial. Ist ja genial. Vielleicht lag es daran, dass wir ihr Trinkgeld gegeben haben. Ich glaube wirklich, es lag daran, wir spulen mal, dass wir der Dame ein bisschen Trinkgeld gegeben haben und sie damit irgendwie auch wertgeschätzt haben. Und jetzt denkt sie sich, okay, ich muss das arme Kind nicht überfüttern. Halt! Oh nein! Und ich hab's nicht mitgekriegt. Schaut mal! Glückwunsch, dein kleiner Welpe ist zu einem gesunden Hund herangewachsen. Ja, geil! Schaut euch Asterix an. Ist das ein Hund? Diese Farbkombi hätte ich im Leben nicht erwartet. Das kommt also raus bei Buddy und wie hieß es denn jetzt wieder? Buddy. Buddy und Hilfe, Buddy. Buddy und. Oh Gott, helf mir doch mal. Habe ich bei dir hier irgendwo den Stammbaum? Ich komme nicht drauf. Ja, wie heißt sie denn nochmal? Buddy und Goldie. Goldie. Ah, ich kam eben. Es verreckt nicht auf den Namen. Die beiden ergeben also so einen kunterbunten Mix. Gucke mal da. Asterix, du bist aber auch ein hübscher. Also, wow. Ich finde diese Variante echt interessant. Also, die braunen Pfoten, das Braune hätte ich ja noch irgendwie erwartet. Aber dass so das helle Fell durchkommt, das ist ja echt der Hammer. Und diese wunderschönen goldigen Klubschaugen. Oh, geil, ich finde die so toll, ey. Super, 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 super. Ja, geh und ess mal. Ja, jetzt hast du natürlich ein bisschen mehr Hunger, ne? Und jetzt müsste man mit dir auch Gassi gehen, eigentlich. Ja, na, mal gucken. Wird dann unsere Katze nicht. Oh! Mist, 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 wir sind nicht daheim. Wir können nicht schimpfen. Guck mal, hier liegt ein Knochen. Buddy. Aber ja, nee. Tyson verliert etwas Begeisterung für die Wissenschaft. Ja, Gott. Die kriegen wir auch wieder, aber. Jetzt schau sich das einer an. Buddy macht sich mal direkt hier über die Möbel her. Wo ist Rußpfote? Rußpfote, wo bist denn du? Du müsstest doch dann eigentlich auch wachsen. Ach, Rußpfote liegt da und schläft noch. Mann, fress mir meine. Ah, guck mal, was ein Riesenunterschied, wie klein vorher war und wie groß sie jetzt ist. Oh Gott, Buddy. Ich muss mal ein bisschen, ja. Wo ist denn unsere Madame, die sich hier um unser Kind Baby kümmert? Wo ist sie? Hä? Ach, die war schwimmen! Guck dir mal, die hat das gleiche an wie unsere Melissa. Der gleiche Badeanzug. Ja. Melissa ist aber hübscher als du, vor allem nach ihrem Friseurbesuch. Wo gehst du hin? Oh, Mario. Als Mario ins Büro seines Chefs kommt, entdeckt er ein unglaublich scheußliches Bild über dessen Schreibtisch. Soll Mario etwas sagen oder besser den Mund halten? Wir sagen nichts. Mario hält den Mund, um den Chef nicht zu kränken. Dennoch spricht der Chef ihn später auf das Gemälde an und bittet ihn um seine Meinung. Ach Gott, nee. Mario druckst ein wenig herum, doch dann bezeichnet der Chef das Bild als schlechte Pop-Art und sagt, früher habe er Marios Kunstverstand geschätzt, sei sich dessen jetzt aber nicht mehr sicher. Mario verliert ein wenig seiner Begeisterung für Kunst und Handarbeit. Okay, alles nicht so wild. Gut. Ja, räumst du mal dieses stinkende Fläschchen da weg? Wo ist Buddy? Buddy, sage ich jetzt schon. Oh Gott.
Nein, hör doch mal auf. Tap, tap, tap. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kinder, es wird ein lustiger Haushalt hier. Das wird echt ein lustiger Haushalt hier. Dieses, es sieht aus, als hätte er Pulli an, unser Asterix. Einen goldigen Pulli. Ist ja wirklich sehr goldig, oder? Goldie hat viel Goldiges an sich. Aber ich finde, es sieht geil aus. Es sieht geil aus. Es ist gewöhnungsbedürftig. Aber es sieht wirklich aus, als hätte er einen Pulli an. Geil. Jo, also unsere Nanny macht das auch ganz toll. Ich sollte endlich mal spulen hier. Ja, wir spulen jetzt einfach mal wieder ein bisschen. Wer kommt denn eigentlich von den beiden als erstes nach Hause? Ui, Kätzchen liebhaben? Oh Gott, wird sie jetzt auch größer? Warte, warte, warte. Nicht einfach groß werden. Nicht ohne mir was zu sagen. Nee, du hast noch einen Tag. Du wirst groß, wenn unsere Kleine groß wird. Ihr seid genau einen Tag auseinander. Okay. Und sie guckt nach dem Baby. Hallo, hallo. Oh, schön. Ja, doch, ich finde also Mari. Wie heißt du nochmal? Moment, ich gucke. Narissa. Lena. Ja, naja. Moment. Die Dame hier. Narissa. Ja, Narissa Bretz. Hat sich sehr zum Vorteil gewandelt. Die Dame kümmert sich ordentlich. Auch um die Tiere. Also da muss ich wirklich sagen, die macht Haushalt und putzt und tut. Wunderbar. Hat mittlerweile scheinbar auch wirklich gelernt, dass ein Fläschchen fürs Kind genügt. Und ja. Okay. Ich weiß gerade nicht, wo unser Hund ist. Ach, Rußpfote, du bist so winzig jetzt. Also gegen unseren... Asterix, bist du richtig winzig. Oh Gott, ich bin gespannt, wie Rußpfote sich entwickelt, wie die aussieht, wenn sie groß wird. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, guck mal, er sitzt in ihrem Körbchen. Ja, der passte gerade noch so rein, ne? Bist halt ein großer Hund. Da wird sich Tyson freuen, wenn sie heimkommt. Baby schläft, ja fein. Ich habe schon lange nichts mehr von dir gehört. Mario ist das, für Mario. Von der Lilly, mhm. So, ich wollte doch eigentlich mal gucken, wer jetzt zuerst nach Hause kommt. Mensch, Leute, ihr macht mich ganz irre. Du um 18 Uhr und sie kommt um 17 Uhr. Also ist Tyson zuerst daheim. Gut. Ja, fein. Das machen wir jetzt. Da spulen wir jetzt aber auch nochmal ein bisschen. Ja, sie räumt schon wieder Müll weg und all sowas. Ach, das wird schön. Und dann freut sich Tyson bestimmt darauf, mit ihrem Hund gleich mal Gassi gehen zu können. Nachdem er die Couch angeknabbert hat. Mhm, das müssen wir ihm jetzt unbedingt beibringen. Sachen nicht anzuknabbern. Ah! Ja, er kann ja jetzt die Treppe benutzen. Ja, supi. Supi. Ja, cool. Hallo, du. Wow. Und erstmal loben für draußen Geschäft erledigen. Da muss ich ja mit dir gar nicht mehr vor die Tür im Prinzip. Ja, hallo, du Großer. Bist du mein Hund? Ey, guck mal, wer da kommt. Er ist schon wieder... aber das ist Servo und nicht wieder Serva, die sich hier einschmuggelt, oder? Ja, cool. Hallo. Ich begrüße dich auch gleich. Aber jetzt muss ich erstmal meinen Hund hier loben und alles und lieb haben. Guck mal. Ich kann dich endlich richtig streicheln und dir mal ein Leckerchen geben und... Ja, das ist schön. Kommandos beibringen. Ah, jetzt kann man sie zum Fressen gehen schicken, Geschäft verrichten, spielen gehen. Wie ein Hund auch immer spielen geht, weiß ich nicht. Hinlegen und sitzen kann ich ihm schon beibringen. Kommandieren. Also, ja, ne? Ihr wisst. Ja, cool. Und dann können wir hier, nee. Nur bitte zu gehen. Aber ist das nicht toll? Ach, guck du mal. Unser Hund. Haha. Sieht so toll aus irgendwie. Ich finde das schön. Hm? Ja, da müsste man eigentlich Serva mal bestellen und sagen, hier, du kannst ein neues Bild anfertigen von diesem kleinen Wesen, das jetzt doch so groß geworden ist, ne? Ja, und so anders aussieht vor allem. Schön. Ist super. Ist echt super. So, dann darfst du nochmal, warte mal, ist jetzt Servo noch da? Wollen wir Servo begrüßen? Ja, komm, wir begrüßen Servo und, ja, das machen wir einfach mal. Und dann gucken wir mal, die Narissa ist ja noch da, ne? Und Baby schläft noch. Wo ist denn die Dame hin? Wo ist sie? Ist sie am Schwimmen?
Nee, wo ist denn die? Wo ist denn die Frau? Huch. Ja, guck mal, Servus. So hat sich unser Hund verändert. Von klein zu groß. Ich frag mich gerade, wo jetzt unser Kindermädchen hin ist. Hat die sich in Luft aufgelöst oder ist die gegangen, ohne dass ich es mitgekriegt habe? Ich wollte ihr doch noch Trinkgeld geben. Hallo? Okay. Ich glaube, sie ist wirklich schon gegangen. Ich sehe sie zumindest nicht. In dem Bett wird sie kaum liegen. Und im Schrank steckt sie auch nicht. Also ist sie wohl gegangen. Super. Gut, und was möchtest du? Du möchtest deine Kleine beim Geburtstag helfen? Nee. Leute, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Mittwochs, nee, Quatsch, montags kam die Meldung. Ich habe es noch, ich weiß nicht, oft genug kontrolliert. Ich habe mir alle Aufnahmen ja auch nochmal angeguckt. Montag kam die Meldung. In 2 Tagen wird Lena die Geburtstag. Vom Montag 2 Tage ist bei mir Mittwoch und nicht Dienstag. Ich wollte doch eine Party machen. Wieso will sie denn jetzt beim Geburtstag helfen? Dann wäre es ja in einem Tag gewesen. Ich meine, gut, okay, ist jetzt auch nicht so schlimm, aber schon blöd. Wenn, hätte ich ja gesagt, hol einen Kuchen und mach Party. Naja, gut. Okay, da kann ich wohl jetzt eh nichts dran ändern. Aber, Moment. Die Zeit ist um. Ich habe mal pünktlich auf die Uhr geguckt. Nee, die letzten Parts habe ich ja doch teilweise ein bisschen überzogen. Heißt, wir werden hier erstmal kurz pausieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wie der Geburtstag von der Kleinen dann doch verläuft, ein bisschen verfrüht und überhaupt, das schauen wir uns dann an. Also, bis dahin, macht es gut. Tschüss!